Liebe Schwestern und Brüder, die Gefahr unseres Evangeliums besteht heute darin, dass wir für Jesus für naiv halten. Der muss sich ein Geldstück bringen lassen, lässt sich das zeigen. Und er fragt dann ganz einfältig, wessen Bildnis ist das? So als würde er zum ersten Mal in seinem Leben einen Denar sehen. Wie stellen wir uns vor, hat Jesus gelebt? Auch die ersten 30 Jahre. Oder wie stellen wir uns vor, hat Maria gelebt? Nie einen Denar in den Händen gehabt? Liebe Schwestern und Brüder, so naiv dürfen auch wir nicht sein. Natürlich kennt Jesus auch die Sphäre des Geldes. Natürlich weiß er auch damit umzugehen. Einer von den Jüngern hat die Kasse. Frauen folgen ihm und unterstützen ihn mit dem, was sie haben. Da werden auch Denare gewesen sein. Was hier enttarnt wird, in dieser unverstellten Einfachheit Jesu, sind zwei Sphären, die wir seither mit diesem geflügelten Wort, das ist ja sprichwörtlich geworden, dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser ist, und dann vergessen wir schnell die zweite Hälfte, dass diese zwei Sphären auch für Christen zunächst immer zusammengehören. Wir neigen dann dazu, in einem Anfall von Spiritualität, wie wir das dann heute nennen, das fein auseinanderzuhalten, so als wäre es für uns möglich, nur in einer Sphäre Gottes zu leben. Nicht möglich. Für niemanden von uns. Und ging er in das strengste Kloster, in die strengste Einsamkeit. Nur in der Sphäre Gottes zu leben, ist nicht möglich. Denn wir sind auch, egal an welchem Platz, auch in diese Welt gestellt. Das andere ist, wenn sich für uns die gesamte Realität in der Sphäre des Geldes auflöst. Das ist das andere Extrem. Das geht. Man kann auf Geldscheine Gott mit uns drucken. Das machen große Nationen. Man kann Gott so vereinnahmen, dass man mit ihm Geschäfte macht. Man kann überhaupt nichts nach Gott fragen und sich ganz auf diese Sphäre hier einlassen. Das ist wenigstens ehrlich. Immer wenn es um eine Vermischung geht, wird es schwierig. Und das ist der Falle, von der das Evangelium berichtet. Also zunächst müssen wir die Vermischung beider Bereiche akzeptieren. Solange wir in dieser Welt unterwegs sind, haben wir die Realitäten dieser Welt zu akzeptieren. Auch wenn es vorläufige Realitäten sind. Aber wie sieht dann diese Vermischung aus? Was Jesus hier tut, ist einen klaren Primat zu setzen. Den Primat Gottes. Er sagt es an anderer Stelle auch, woran hängt dein Herz? Hängt es an Gott oder am Geld? Es ist nicht schwer für Christen, es ist selbstverständlich, dem Kaiser oder sagen wir dem Staat zu geben, was dem Staat gehört. Schwierig wird es dann, wenn sich die Kirche selber aufführt wie ein Staat im Staat. Unternehmen betreibt, Aktienpakete verwaltet, wie wir das halt in unserem Land besonders, also wir sind wahrscheinlich das einzige Land, das das so auf der ganzen Welt kann und tut, wie wir das hier als Kirche tun. Das ist eine ganz schmale Gratwanderung. Und jeder und jede von uns muss sich fragen, wie sieht bei mir der Primat aus, den Jesus hier formuliert? Kommt bei mir Gott an erster Stelle? Immer und überall. Auch wenn wir über das Portemonnaie sprechen, auch wenn wir über die Gehaltsabrechnung oder die Steuererklärung sprechen, kommt dann Gott an erster Stelle? Oder ist es dann nicht doch etwas sehr Menschliches, die alte Gier, das haben wollen? Und wir halten das schön fein auseinander. Hier sind wir fromm, da geben wir Gott, was Gott gehört, und das ist ja ein anderes Ding. Das nennen wir dann weltlich. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist seit dem Wort Jesu nicht mehr möglich. Unser Leben muss zur Ganzheit finden. Alles muss hingeordnet werden auf Gott. Erst dann fangen wir an, wahrhaftig zu sein.